Sie erwähnten große Familien. Was genau meinen Sie damit? Sie sind ein Neuankömmling. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Ja, ein Neuankömmling mit einer Waffe. Beantworten Sie die Frage. Schon gut. Hier dreht sich viel um Blutlinien, Traditionen, Ansehen. Diejenigen, die hier das Sagen haben, stammen aus den Familien, die man hier große Familien nennt. Da gibt es zum Beispiel die Carpenters, die einen Großteil der Unterwelt hier in der Stadt in ihrer Hand haben. Und die Blackwoods, die Blackwoods, über die Familie Marsh mit den Insnaufern verwandt sind. Und, lassen Sie mich raten, die Throckmortons. Genau dieses dreckige Affenpack. Da die meisten Angehörigen der Familie Blackwood nicht mehr hier sind, ist da niemand mehr, der uns Innsmouther beschützt. Obwohl alle Familien so ein Aussehen haben, so ein charakteristisches? Das, was Elbert angetan wurde, scheint nicht aus dem Affekt heraus geschehen zu sein. Ein gezielter, tödlicher Schuss in den Kopf, eine versteckte Leiche, sieht ganz nach einem wohlüberlegten Mord aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war nicht ich selbst. Mhm. Ich denke, ich weiß, was ich wissen muss. Ich bitte, Mr. Nicht. Reed, sagen Sie Throckmorton nichts. Was auch immer ich getan habe, wollte ich nicht tun. Das schwöre ich. Haben Sie Erbarmen, bitte. Was soll denn nur aus meiner Familie werden? Ohne mich wird sie verhungern. Gib mir noch ein paar Fische. Ah, ja, ist eine gute Frage. Ich meine, glauben tue ich ihm in jedem Fall, dass er das nicht wollte, weil ich weiß ja, wie Cthulhu auf Leute wirkt und ich habe ja auch hier mehr oder weniger alles mitbekommen und rekonstruieren können. Also wird das schon stimmen, was er sagt, ne? Aber was sage ich dann, wenn ich nicht weiß, wer es war? Das hier. Ich weiß nicht so recht. Ich muss darüber nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, das Ihnen die Entscheidung erleichtert. Ich habe noch ein paar Patronen. Die nehme ich theoretisch gerne, aber ich will mich nicht bestechen lassen, deswegen. Denken Sie etwa, Sie sind der Erste, der versucht, mich zu bestechen? Bitte, Mr. Reed. Strapazieren Sie nicht länger meine Geduld, Mr. Flynn. Gut, also ich will mich hier nicht bestechen lassen. Das ist hier nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Auch wenn ich es gebrauchen kann, bestimmt, aber... Bitte, ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Das schwöre ich. Ich glaub dir das ja auch. War aber auf jeden Fall interessant, erstmal dieses Ich denke drüber nachzuwählen, anstatt ich halte den Mund. Jetzt habe ich zum einen noch alle Zügel in der Hand und zum anderen halt diese interessante Gesprächsoption gehabt gerade, ne? So. Zack, zack. Louis statt dem Einfluss eines Wahnsinns, dann haben wir schon klar. Oh, jetzt habe ich hier ein. Das da habe ich nichts. Das hier hat irgendwie was Zusammenhängendes. So, Louis tötete Albert Throckmorton, als er unter dem Einfluss des Wahnsinns stand. Er war nicht Herr seiner selbst und kann deswegen nicht für Alberts Tod verantwortlich gemacht werden. Ich könnte ihn decken, damit Robert Throckmorton ihn nicht zur Verantwortung ziehen kann. Tja. Okay. Ich könnte, sollte ich. Und was für Konsequenzen hat es, was ich tue, ist die Frage. Bei so einem Spiel immer natürlich. Ich meine, ich denke mal, es ist richtig, das nicht zu sagen, weil er wird auf jeden Fall umgebracht werden, keine Frage. Vom Throckmorton Heini. Wenn er es erfährt. Natürlich hat Throckmort wiederum Einfluss und wird mir helfen und alles. Das wird bestimmt auch einiges erleichtern im Spiel, möglicherweise. Aber will ich meine Seele verkaufen? An jemanden, an mich nicht, nicht mich selbst? Oh. Eher weniger. Wenn, dann kaufe ich Seelen, aber doch nicht andersrum. Dann wiederum... Ach, naja. Eine Seele, was ist das schon wert? Nix. Ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß einfach nicht. Ich bin unentschlossen. Erstmal gucke ich hier mal in der Gegend rum. Ob da so ein Katzenrattenvieh rumläuft. Oder irgendwas. Was zu mitnehmen vielleicht. Die sollten ja echt mal aufräumen im Kaff. Das ist unglaublich. Das ist alles so mühlig und zugeranzt. Oh, eine Tür. Gehst du auf? Nein, geht's denn nicht. Da ist aber auch Licht im Ratz auf. Stimmt ja, da war ja was. Immer wieder toll, so ein bisschen Licht zu haben. Hier scheint überhaupt nichts zu sein. Oh, warte. Ja, also,
nichts bleibt nichts. Auch wenn es erst aussah, als wenn es doch was gewesen sein könnte, aber es war halt nichts. Na? Ah, scheint nicht. Nicht alle Gespräche interessiert. Ist hier ein Zug, der entgleist ist oder was? Tatsache. Definitiv. Ja. Sieht gut aus. Ja, dann werde ich mal wohl sagen müssen, ist nicht mitgefunden. Dann wird er mich zwar nicht doll finden, wird wahrscheinlich mir eher Stolpersteine in den Weg legen, aber naja. Ich bin ja als Detektiv unterwegs, ne? Ich versuche es verbrannt zu ordnen. Ich sag ja bei vielen, in diesem Fall nicht, Spielen, wo es theoretisch möglich wäre, ich will die möglichst bösen Antworten wählen, ich bin eigentlich ein ganz Schlimmer und so weiter, aber ich bekomme es nicht hin, es auch umzusetzen, irgendwie, das ist voll schlimm. Weil letztendlich ist es halt so, dass es... Ach, so einen Gerechtigkeitssinn habe ich, glaube ich, doch irgendwo, auch wenn ich es nicht zugeben will. Ekelhaft. Da lüge ich halt. Ich konnte den Mörder ihres Sohnes aufspüren, aber er wurde von diesen... Dingern angegriffen, die in den Gassen umherstreifen. Sie rissen ihn förmlich in Stücke. Es war der Innsmouther Lewis. Nein, doch nicht das sagen. Das Blut ihres Sohnes klebte an ihm und lockte vermutlich diese Kreaturen an. Sind Sie sich sicher, dass es die Leiche dieses Fischers war? Ganz sicher. Nein. Von ihm sind zwar nur noch ein paar Knochen und Fleischfetzen übrig, aber ich fand dort auch dieses Stück Stoff. Es stammt von seiner Jacke. Fragen Sie seine Freunde. Ja, was also will man machen? Ach. Eigentlich stand es mir zu, Rache zu nehmen. Gegen diese Wild Beaster muss etwas unternommen werden. Ach, jetzt aber doch. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und jetzt kenne ich wenigstens die Wahrheit. Die halbe Wahrheit. Danke. Mr. Throckmorton. Ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Cowell, wenn man darüber nachdenkt... Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ach, faszinierend, dass er jetzt nach all dem so gelassen ist, wenn ich einfach helfen will. Ich meine, sein Sohn ist umgebracht worden und überhaupt sowieso. Aber wieso muss er dann auch gleich alles erzählen, also den Namen auch nennen? Einfach sagen, dass der, der es war, gefressen wurde, fertig aus. Hat doch gereicht. Das hätte keiner nachvollziehen können. Da er selbst ja hier ein Neuankömmling ist, kann er auch nicht unbedingt zuordnen, wer was ist, wer welches Gesicht zu welcher Person gehört und so weiter. Und jetzt muss der Typ auch noch verstecken, das ich meine sowieso, aber ach, das kommt auf jeden Fall raus jetzt auf diese Art und Weise. Gefällt mir nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt werde, Mr. Throckmorton. Ich sehe sonderbare Dinge, Visionen. Und ich will, dass es aufhört. Mich zog es hierher. Oder ich wurde geführt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass die Ursache für diesen Wahnsinn hier in Oakmont zu finden ist. Sie täuschen sich nicht, Mr. Reed. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten. Und dafür verantwortlich sein könnten. Oha. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Wie im Kleinen, so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaftler an. Aha. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagte über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Oha. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Vision finden wollte. Okay, ein schlafender Riese. Wer ist das wohl, hä? Huh? Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam, Mr. Reed. Was geschehen ist... lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Okay.
Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Ja, also, wenn ich das mit der Expedition und dem Wahnsinn hier früher gewusst hätte, bevor ich die Quest abschließen konnte, was aber nicht möglich war, hätte ich ihm schon gesagt, dass es der Luis war, aber eben unter diesem Einfluss stand. Das wäre dann vielleicht sogar möglich gewesen, aber die Option gab es ja nicht. Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Größer wahrscheinlich sogar. Na. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und... Doe. Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Aha, und jetzt muss über das Geld reden. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Reed. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen darauf. Ja, bei den Viechern glaube ich, dass so bei... Wie viel waren das? 2, 3 Angriffe mit der Axt waren auch ausreichend, so ist nicht. Tja, okay, 4 Dinge gelöst, abgeschlossen und gemacht. Und jetzt habe ich auch generell nichts mehr hier, okay. Ich würde nochmal ganz gern zur Bar gehen und dem Typen vielleicht darüber informieren, was ich gesagt habe. Wäre vielleicht wichtig, dass er weiß, dass er sich verstecken soll. Denn er ist tot, offiziell. Polizei, ist die jetzt weg? Tatsache. Überraschung. So typisch. Okay. Was möchten Sie trinken? Wasser. Ich muss nüchtern bleiben. Ich will nicht entweder anderen Typ hier in einem anderen Spiel. Wie ist er noch gleich? Die Tür gibt nicht nach. Dann hau sie auf! Ich will bloß sagen, dass... Die Tür gibt nicht nach. Halt nicht. Was wollte ich gerade sagen? Mensch. Halb pornografische Bilder hier. So. Wollte ich was nur sagen und so? Das kann ich nicht sagen. Tja, dumm gelaufen. Ich habe keine Patrone für dich. Ich meine, ich würde eine geben, weil ich darf nicht. Kann nicht. Ist nicht. Pech gehabt. So. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Ehemals Vampir, jetzt Privatschnüffler. Okay, also ich bin dir da weitergegangen, ist oder der umgefallen ist. Wahrscheinlich der umgefallene. Ich bin zu Hause. Oder aber ich wurde offenbar weggetragen. So, wie komme ich jetzt dahin, wo ich gerade bin? Verschollen im Meer.
Robert Throckmorton finanzierte eine Expedition, um der Ursache für die Massenhysterie in Oakmont auf den Grund zu gehen. Dabei sollte der Meeresgrund nahe Oakmont untersucht werden. Der Kontakt mit der Expedition brach schon bald ab. Offenbar war Albert Throckmorton der einzige Überlebende. Wurde bei seiner Rückkehr aber ermordet. Ich wurde damit beauftragt, andere Teilnehmer der Expedition unbedingt ausfindig zu machen, ob sie nun tot sind oder noch am Leben. Robert Throckmorton erwartet mich mit einem Bericht in seinem Haus im südlichen Teil des Bezirks Old Grove. Irgendwann mal, wenn die Arbeit fertig ist, was noch ein bisschen dauert. Jetzt hat die Autospeicher, das ist auch fertig. Man kann ja auch selbst speichern nochmal vielleicht nebenbei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich automatisch gespeichert habe. Ich habe jetzt auf die Sache nicht gedacht. Wahrscheinlich eben gerade schon, aber ich bin mal nicht sicher. Und sicher ist sicher so.